Harald Pickert, Pestbeulen Europas. Eine kleine Ausstellung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Mhm. Teil der großen Ausstellung im NS-Doku-Zentrum Tell Me About Yesterday, Tomorrow. Und da sind Arbeiten aus Pickerts Zyklus zu sehen. Und wir haben sozusagen verabredet, dass wir eine wie so eine Art ausgelagerte Spielstätte des NS-Doku-Zentrums sind. Und hier im Verwaltungsbau, im ehemaligen Verwaltungsbau der NSDAP, diese Blätter zeigen. Und wir haben, ich lege das kurz wieder zurück, und wir haben hier so eine Art kunsthistorischen Zugang gewählt, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Bibel der Kunstgeschichte, das AKL, das Allgemeine Künstlerlexikon, was weiß man eigentlich über Pickert? Ja. Das ist sozusagen übersichtlich zusammengeführt in einem Blatt. Und dann den Innsbrucker Katalog, wo Sie den großen, wichtigen Beitrag der Einordnung drin haben, wo auch der Zyklus Pestbeulen Europas vollständig abgedruckt ist. Den zeigen wir hier. Und dann haben wir vor einiger Zeit einen grosso modo vergleichbaren Text autobiografischer Art von Jan Białostocki, dem polnischen Kunsthistoriker, der in Mauthausen inhaftiert war, in der Schreibstube. Und der ist ins Deutsche übersetzt worden in der Kunstchronik. Und das Buch von Hoffmann Curtius, die jetzt die Darstellung Shoah, Holocaust, Vernichtung aus jüdischer Perspektive fokussiert und Harald Pickert als politischer Häftling. Das ist sozusagen der Versuch, etwas aus dem, was wir als Forschungsinstitut treiben, einen Blick zu fokussieren. Und also es ist der Versuch, eine Forschungsausstellung zu machen. Und Sie sind der richtige echte Experte dazu. Insofern müssen Sie sozusagen sagen, wo es denn Aspekte, Facetten gibt, die man noch thematisieren sollte. Denn wir wollen mit dieser Ausstellung eigentlich darauf hinweisen, dass das ein Themenbereich ist, der weitere Untersuchung verdient. Und was sehen Sie das auch so? Ja, unbedingt. Also ich finde das eine ganz spannende Geschichte, ganz spannende Ausstellung, die Sie auch hier gezeigt haben. Und ich sehe das total so, weil die gerade diese Künstler, die Überlebenden, die auch gezeichnet haben, Grafiken hergestellt haben, die gehen in der Kunstgeschichte völlig unter. Also es gibt wirklich ganz wenige kunsthistorische Berichte, Literatur, gerade zu diesen Werken. Und gerade diese spannende Phase, glaube ich, 45, 46, 47, die so wahnsinnig viel hervorgebracht hat, auch an Bildwerken. Das ist jetzt völlig untergegangen, ist in der Kunstgeschichte also überhaupt nicht mehr präsent. Und das ist, finde ich, dann großartig, dass man das wirklich an diesem geschichtsträchtigen Ort auch noch zeigen kann. Also gerade diese Wechselwirkung auch zwischen der Geschichte der Opfer sozusagen mit der Geschichte der Täter so ein bisschen zu verknüpfen, ästhetisch, politisch, gesellschaftlich, das ist schon wirklich sehr spannend. Und gerade diese Werke verdienen, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit, um die Vielschichtigkeit gerade in dieser Zeit 45, 46, 47 nochmal zu verdeutlichen. Ja, nein, also das finde ich gut, dass Sie das so ansprechen, weil wir sind ja tatsächlich in einer gewissermaßen einer Inkarnation von Umbruch und Transformation. Verwaltungsbau der NSDAP ist sozusagen Ideologie und Parteimitgliedschaft in Reinkultur. Das, weil unzerstört von den Amerikanern zum Central Art Collecting Point. Das heißt, Undoing History ist sozusagen schon mal strukturell hier angelegt, bevor wir dann zwei Jahre später als Institution überhaupt erst gegründet werden. Und das ist ja etwas, was uns umtreibt. Und ich glaube, Stichwort Differenzierung, das ist das, wo auch die Kunstgeschichte es sich vielleicht in toto bislang zu leicht gemacht hat mit Schwarz-Weiß-Bildern, mit Entweder-Oder. Und hier an einem Fallbeispiel und an dann noch einem ganz unbekannten Fallbeispiel die Reichhaltigkeit der Aspekte auffächern zu können, das ist, glaube ich, eine glückliche Fügung. Ja, also es ist wirklich sehr spannend.
Und was ich auch immer wichtig finde, dass man die Werke auch aus kunsthistorischer Perspektive sich anguckt. Ja. Oft gibt es ja wirklich eine historische Perspektive, weil wir aus der Betroffenheit der Biografie so ein bisschen geguckt, was auch total wichtig ist und immer wieder erwähnt sein muss. Aber der kunsthistorische Blick, der sich dann hier auf den Bildern offenbart, der ist ganz, ganz selten und wird allmählich ein bisschen mehr, aber es sollte dann doch wirklich, glaube ich, beide Seiten immer gesehen werden. Das ist, glaube ich, in der Vergangenheit zu sehr die Tendenz auf die historische Perspektive. Und das ist hier anders. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, die Debatte um die Kunst im Nationalsozialismus. Ja. Ist das ein ästhetisches Produkt, Artefakt oder ist es historisches Dokument? Ja. So, und hat das, ist das, gehört es überhaupt in den Gegenstandsbereich des Faches Kunstgeschichte hinein? Ja. Und ich würde ja immer sagen, sozusagen aus der Warburg-Schule kommend, wo man selbst Briefmarken anguckt, natürlich, selbstverständlich, oder visuelle Kommunikation. Ja. Von daher habe ich überhaupt gar kein Problem damit, das zu inkludieren. Aber es gibt auch in der Kunstgeschichte, ist sozusagen der Werkcharakter selber ist nicht so etabliert, dass das selbstverständlicher Bestandteil wäre, weder die Kunst im Nationalsozialismus noch die Kunst aus den Lagern, die gewissermaßen einen anderen, also den Bildhaushalt in toto, den haben wir eigentlich noch nicht gut im Blick genommen. Genau, ja. Okay. Ja, vielleicht gehen wir ein Stück weiter und schauen uns mal an, was wir von Pickard gezeigt haben oder was wir zeigen da an der Wand. Ja, sehr gerne. Und das ist ja so eine Mischung Pestbeulen Europas, das Mappenwerk. Und wir haben auch einen Entwurf von dem Blatt, von dem Deckblatt hier vorne gleich als erstes liegen. Ja. Und dann ist es eigentlich der Versuch, aus der Vielfalt der unterschiedlichen Gattungen im Nachlass, also wir haben die Bleistiftskizze, wir haben eine umgesetzte Reihenzeichnung, wir haben Tuschezeichnung, wir haben teilweise aber auch schon richtig passepartourierte Vorlagen und da vorne auch eine Radierung, die jetzt Mauthausen thematisiert, wo er diese Lagererfahrung zeigt. Würden Sie denn sagen, das ist singulär, dieser Zyklus im Vergleich mit anderen Darstellungen von Künstlern, die inhaftiert waren, oder ist das sehr ähnlich wie das, was andere auch gemacht haben? Es ist schon vergleichbar mit anderen Werken von Künstlern, die sich auf diese Art und Weise auch beschäftigt haben. Es gibt da wirklich 45, 46, gibt sehr viele Künstler, die sich damit befasst haben, die sich ausgedrückt haben. Was vielleicht bei Harald Pickard vielleicht besonders sein könnte, ist diese Mischung aus ganz verschiedenen Szenen. Also es gibt ja, was Sie gerade sich angucken, ist diese Ruinendarstellung, die er dann ab und zu mal in seinem Zyklus auch aufführt. Dann gibt es symbolhafte Darstellung, dann gibt es Lagerszenen und diese Kombination aus den unterschiedlichen Herangehensweisen, würde ich schon sagen, ist eher ungewöhnlich, aber jetzt nicht außergewöhnlich. Es gibt noch andere, die auch was Vergleichbares gemacht haben, aber das ist schon sehr interessant, dieser Mix aus den verschiedenen Darstellungsmodi, die ich in der Form nicht so gesehen habe. Allerdings muss man immer wieder sagen, die Bilder, was wir vorhin schon gesagt haben, wir kennen nicht so viele Bilder. Also was ich jetzt gesehen habe, was Sie vielleicht gesehen haben, was andere gesehen haben, ist nur ein Bruchteil an den Sachen, die wirklich, glaube ich, existieren. In den Archiven lagern, vielleicht sogar manchmal noch auf Dachböden lagern. Wir wissen einfach gar nicht genug über diese Bilder. Und wir müssen, glaube ich, einfach alle oder viel, viel mehr die Bilder sich angucken oder uns angucken, damit wir so einen guten Überblick haben. Und dann ist immer noch wahrscheinlich ein Bruchteil nur dessen zu sehen und alle anderen Bilder sind vielleicht verschwunden, sind noch nicht irgendwo gezeigt worden. Also es ist immer nur so ein kleiner Bruchteil aus einem großen Oeuvre, das wahrscheinlich für immer verschwunden ist, auch aus den Bildern der Nachkriegszeit. Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Das ist ja auch eine Diskussion im Hinblick um Fotografie, also sozusagen das Dokumentarische, das Zeigen, was ist. Ja. Wir haben ja nun bei den Skizzen immer sozusagen den Autor, seinen Zugriff, seine Gestaltungselemente. Ja. Wie sozusagen realitätsgetreu sind eigentlich Ihrer Einschätzung nach die Arbeiten? Oder wie, also Arbeit macht frei, Dachau, das gibt es ja, ist neulich mal geklaut worden und es ist wieder aufgetaucht, das Tor. Ja.
das sind ja Elemente, wo er aber auch weglässt, dass da sozusagen feste Mauern rechts und links ist und sozusagen da so eine bayerische Landschaft im Hintergrund zu sehen. Also es gibt ja auch viele Veränderungselemente. Aus dieser Distanz zwischen Fotografie und Gestaltung, ist Pickard an der Stelle bemerkenswert oder gibt es vergleichbare, vergleichbare Unterschiede auch bei anderen Künstlern zu beobachten? Ja, also das ist, sind, glaube ich, zwei Fragen, die ein bisschen eine Rolle spielen. Einmal die Frage Verhältnis zwischen Fotografie und Zeichnung, was ja immer so ein bisschen ambivalent ist und auch der, die Geschichte mit dem, der Wahrheit dahinter, was ist jetzt wahrer, die Zeichnung oder Fotografie. Es ist, glaube ich, immer noch so, dass einer Zeichnung nicht so zugetraut wird, etwas Wahres zu zeigen. Ja. Wenn wir so verschiedene Bilder hier angucken, die sehen natürlich, vielleicht das Dachrohrbild als Beispiel, wie Sie schon richtig sagen, da ist ja wirklich der Ort zu erkennen, durch Arbeit macht frei, aber so wirklich genau konkret ist es nicht so zu erkennen. Hier ist noch so eine Vorskizze zu sehen, da ist ja noch weniger zu sehen. Da würde man von, ja von einer Laienperspektive aus sagen, das ist jetzt nicht so richtig ja, zu erkennen. Das ist ja eine symbolhafte Zuspitzung sozusagen des Ganzen. Ja. Und so muss man, glaube ich, die Zeichnung auch sehen. Sie zeigen keine, kein Ereignis. Interessanterweise, wenn Sie bei vielen, vielen Bildern, also fast alle Bilder, die ich kenne, die haben kein Datum. Die haben kein konkretes Ereignis, sondern haben immer eine bestimmte lagertypische Szene. Also diese Szene könnte zum Beispiel 3 bis 4, 5 mal, 6 mal, 7 mal am Tag vielleicht abgelaufen sein. Ja. Das ist jetzt kein konkretes Ereignis. Und das macht, glaube ich, die Zeichnung was Besonderes. Die spitzt eine Situation zu, bringt sie vielleicht auf den Punkt, greift aus dem endlosen Kosmos an monotonen Szenen immer eine prägnante heraus. Und das ist, glaube ich, bei Pickard genommen, aber ganz bei vielen anderen auch so. Also die machen genau das. Ja. Eine Fotografie wäre vielleicht, würde vielleicht eh nicht funktionieren, weil man auch kein Datum hat, aber sie hätte einen konkreten historischen Ort und Zeitpunkt. Und das andere ist vielleicht, es gibt einen ganz spannenden Wechsel von den Lagerzeichnungen zu den Zeichnungen nach 45. Auf einmal verändert sich was. Das finde ich total spannend, weil da gibt es Symbole auf einmal. Ja. Vorher braucht es keine Symbole. Die Häftlinge, die Mithäftlinge wussten ja genau, was passiert. Da muss man das nicht übersetzen. Und diese Bilder, das sehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr, symbolhafte Bilder, das musste ja an dem Publikum gerichtet werden, dass die nicht in den Lagern war. Sie mussten ja verstehen, was da passierte. Ja. Es gibt aber keine Bildsprache über die Lager. Gab es ja vorher, gab es diese Form der Lager, gab es gar nicht. Genau. Deswegen mussten die eine Symbolik entwickeln und die haben sie dann versucht zu entwickeln, die Künstler, und sind erstaunlicherweise in vielen Ländern gleichzeitig und auch vielen Künstlern gleichzeitig so eine ähnliche Bildsprache haben sich entwickelt. Ja. Krematorium-Schornsteine, Stacheldraht fällt mir ein, dann aus der Kunstgeschichte, und das haben die immer vorgegriffen. Ja. Und das war eine Veränderung, die finde ich total erstaunlich und sehr interessant zu sehen. Mhm. Und die hat Pickard genauso gemacht. Also ich glaube sogar, dass man das, was Sie gerade gesagt haben, hier jetzt ganz gut beobachten kann. Mhm. Also der Kontext Mauthausen, ein Granitsteinbruch, der angelegt wird, weil Speer die Färbung des Granits gerne haben möchte, also Deutsche Erd- und Steinwerke, der ganze Hintergrund. Und dann Todessturz. Ja. Es gibt sozusagen keine Fotos, die das festhalten. Das heißt, er muss auch den decisive Moment des Runterstürzens und wählt ja dann eine Form, also hinten mit dem Wachturm, der zu sehen ist. Mhm. Und wir haben jetzt drei verschiedene Sachen zusammengefügt, wo ich glaube, in der Tat, er als professioneller Künstler, als akademisch ausgebildeter Künstler, das als seine Aufgabe ansieht, diesen Moment des, ich glaube mal, sowohl Selbstmord, genauso sozusagen das in den Zaun gehen, als wie auch in den Tod springen, aber hier eigentlich eher geschoben oder geworfen werden, wo er versucht, das als Sinnbild auch der Lagerrealität sozusagen zuzuspitzen. Also wir haben schon, auch weil es keine fotografische Dokumentation dieses Ereignisses gibt und geben kann, würde man vielleicht noch hinzufügen wollen, muss er auch das in dieser Form grafisch darstellen.
Ja, und mit so einer radikalen Bildteilung. Man kann natürlich dann einen Höllensturz, also christliche Ikonografie in stärker Form benutzen. Ne? Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Nicht? Man muss ja irgendwie ein Ereignis darstellen, von dem man weiß, dass es schon vielfach passiert ist. Und dann muss man da wirklich die Essenz draus ziehen aus diesem Bild. Und das ist natürlich immer die Herausforderung, die jeder Künstler hat, die aber natürlich in dem Fall vielleicht noch speziell ist, weil sie versuchten ja, wie Sie schon sagten, es gab ja keine Bilder, die versuchten ja so eine Art Zeugnischarakter auch zu sein. Ja, genau. Und dann Zeugnis und gleichzeitig Kunstwerk zu sein. Ich glaube, das ist nicht immer ganz einfach. Und dieses miteinander zu verknüpfen, ist ja eine große Herausforderung. Und manche Künstler haben es gut geschafft. Da würde ich sagen, Pirkert hat das wirklich gut gelöst. Ja. Manche Künstler vielleicht weniger gut, weil sie dann vielleicht andere Werke in den Vordergrund stellten, die das Ganze nicht so richtig überzeugend rübergebracht haben. Das ist auch eine Gratwanderung vielleicht für den Betrachter auch. Also manchmal sind die Darstellungen auch sehr drastisch auch. Mhm. Einmal um den Betrachter natürlich, um den Betrachter natürlich mitzunehmen, emotional mitzunehmen. Das kann aber gleichzeitig dafür sein oder gleichzeitig dazu dienen, dass der Betrachter abgeschreckt ist. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Wie weit gehe ich, wie weit kann ich gehen, wie viel kann ich den Betrachter zumuten? Und das, finde ich, hat er relativ zurückhaltend, aber trotzdem notwendig zugespitzt dargestellt. Ja, naja, und es, also diese Zuspitzung, die ist ja schon deshalb so zwingend erforderlich, weil er in einem Zyklus von, sagen wir mal, 20 Arbeiten, 6 Jahre. Mhm. Und an Erlebnissen, also das sind schon immer Verdichtungen und so. Und ich finde den Aspekt, ich nenne das jetzt einfach mal Naturstudium, der steckt ja auch drin in dieser Auseinandersetzung und Bearbeitung. Mhm. Vielleicht wollen wir das, was sozusagen die Einstiegsvitrine, damit man auch eine Vorstellung von dem Zyklus, wenn wir ein Stückchen weitergehen und mal schauen, weil das so verschiedene Aspekte sind, wo ich auch gerne von Ihnen wissen würde, kann man eigentlich sagen, dass wir hier Skizzen haben, die noch im Lager entstanden sind? Also diese Gratwanderung, Ende April, Anfang Mai 45, Befreiung. Immer vorausgesetzt, es gibt einen Zugang zu Papier und Stiften. Aber kriegt man es eigentlich raus, zu sagen, das ist vor oder nach der Befreiung? Sie meinen allein aus Bild ist die sozusagen werkimmanent. Ja, okay. Weiß ich, würde ich mich frage ich mich, es gibt ein paar Sachen, also auch bei können wir gleich noch anschauen, wo ich das Gefühl habe, das ist in so starkem Maße klassische akademische Naturbeobachtung, eine Haltung, wie sich sozusagen der Körper bewegt und wie Muskel und wie Arme verrenkt werden, dass ich das Gefühl habe, selbst ein ausgebildeter Künstler kann es sich nicht komplett ausdenken. Oder er muss es so oft gesehen haben, dass er sich so gut gemerkt hat. Dass er, also das an der Stelle, das würde mich interessieren. Ja, das ist eine total spannende Frage. Also gerade die Frage der Datierung ist ja wirklich wichtig auch für die Werke, weil dann kann man natürlich auch sehen, wann sind die entstanden, gab es Einflüsse, wann können sie nur entstanden sein. Und soweit ich informiert bin, weiß ich über Harald Pickert, dass er, glaube ich, in den Lagern nicht gezeichnet hat, also, oder zumindest nicht überliefert worden, sodass wir gar nicht sagen können, hat er in den Lagern gezeichnet. Oder man könnte vielleicht sagen, es gab auch viele Künstler, die haben in den Lagern gezeichnet, mussten das dann verschwinden lassen, das wurde konfisziert, es verschwand. Das kann man alles gar nicht so genau sagen, aber das wäre natürlich eine erste wichtige Herangehensweise, eine historische, also eine Archivrecherche, Quellenrecherche, um zu gucken, wann kann es entstanden sein, wann kann es nicht entstanden sein. Und dann aber auch im zweiten Schritt werkimmanent zu gucken, was können wir denn sehen? Und man sieht da auch manchmal wirklich ganz gut die Verknüpfung zwischen Vorskizzen und dann eben auch ausgearbeiteten Skizzen. Und ich würde auch hier bei diesem Bild auch sagen, das habe ich im Katalog auch beschrieben, das Pfahlhängen ist eine Foltermethode, die in den Konzentrationslagern angewandt wurde, eine sehr schmerzhafte, sehr tödliche mitunter auch, sehr brutale und grausame, die schon häufiger vorkam und die sicherlich Pickert, das wissen wir natürlich nicht genau, aber vielleicht auch gesehen hat und sich deswegen das vielleicht auch eingeprägt hat. Und das wirkt wirklich so wie eine Skizze, die er vielleicht dann gesehen hat tagsüber und abends oder ein paar Tage später dann irgendwo, wenn er Gelegenheit hatte, in der Baracke zum Beispiel
fertig gezeichnet hat. Also er wird sicherlich nicht vor Ort gewesen sein, das ist quasi unmöglich und das vor Ort gezeichnet hat. Das geht natürlich auf keinen Fall. So sieht es aus. Und dann in der fertigen Ausführung, dann wirkt das immer ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen zugespitzt. Und das finde ich dann schon sehr interessant. Also es wirkt so. Und da hat man dann doch diese Verbindung zwischen Kunst der Häftlinge, die im Lager gezeichnet haben, und der überlebenden Kunst, dass da so ein Scharnier ist, was ich ganz spannend finde, sodass wir wirklich nicht sagen können. Es ist eine Grauzone so ein bisschen. Ja. Er greift Elemente der Häftlingszeichnung auf, die genau das gemacht haben. Sehr situativ, sehr konkret am Ort, sehr genau. Also hier kann man zum Beispiel auch sehen, da wird der SS-Mann dargestellt, hier sieht man dann den umgestürzten Stuhl. Es ist nicht viel Details, aber es ist doch irgendwie erkennbar, es ist in einem, vielleicht in einem, am Raum drin, vielleicht in einem Kellergebäude, es ist so ein Balken zu sehen. Genau. Es wird da wirklich dann schon auf den Ort bezogen. Während das später, in der späteren Ausführung, wirkt das doch sehr stilisiert, sehr auf den Punkt gebracht. Und man tritt aus dem historischen Raum so ein bisschen raus, so mein Eindruck, und guckt ein bisschen aus einer gewissen Distanz da. Und die Distanz ist in dem Fall nicht da. Gleichwohl muss man sagen, ich vermute stark, dass es wirklich nach 45 entstanden. Weil dann hat er die Gelegenheit, sich in Ruhe vielleicht erstmal hinzusetzen. Ja. Und dann, weil die Skizze auch sehr recht ähnlich zu der späteren Ausarbeitung ist, dass es vielleicht auch ein zeitlicher Zusammenhang ist. Aber das ist, das kann man nie genau wissen. Ja. Das ist immer sehr, muss man einfach offen lassen und es vielleicht auch aushalten, zu sagen, man weiß es nicht. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Aber darüber sozusagen nachzudenken, also weil das, es gibt manchmal Ausstellungen, wo sozusagen die, und das ist ein Stück weit vielleicht auch die Gefahr oder Problematik der Visualisierung von Gewalt, von Terror, dass sie im Nachhinein dann Aspekte zuspitzt und damit gleichzeitig den Zeugnischarakter in Zweifel stellt, den sie eigentlich vorzu. So, und das, dieses Paradoxe ist da irgendwie ein Stück weit eingekapselt. Das glaube ich, das ist so, und wir haben einfach das Problem, genauso wie der Widerstand, die Resistance-Bewegungen, wie gut sind deren Quellenüberlieferungen? Ja. Natürlich extrem schlecht, weil es dem Wesen des Widerstandes entspricht, geheim zu sein und keine Spuren zu hinterlassen, die würde, die wir sprechen sozusagen, dem Sinn des Widerstandes. Und dann würde man auffliegen, darum gibt es keine Korrespondenzen und so weiter. Ja. Das heißt, wir haben ein hermeneutisches Problem, das, was hier drin steckt. Genau, das ist also eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Also all das, was wir hier sehen, die verschiedenen Lagerszenen, da würde man meinen, man hätte jetzt einen Überblick über das Lagersystem. Das ist natürlich nicht so. Also man, nämlich all das, was nicht als Bild dargestellt ist, haben wir so als Empfinden, existiert also nicht. Also das ist ein Bildgedächtnis, was, man muss immer die Auslassung sehen. Also die Sachen, die nicht dargestellt sind, haben trotzdem existiert. Und da und es ist sozusagen das, also, aber was wir dafür, wir haben nicht die Struktur, das glaube ich auch, aber dafür haben wir gewissermaßen die individuelle Brille, ich will nicht sagen Perspektive, aber das persönlich Erlebte und Beobachtete, was dann sozusagen geformt, gestaltet, zugespitzt wird. Und das wiederum ist aber etwas, was wir mindestens genauso brauchen im Vergleich zu den sozusagen Transportzahlen. Ja. Oder alles, was man sozusagen rein positivistisch, empirisch über das Lagersystem und die Außenlager von, was weiß ich, Neuengamme, Flossenbürg oder sonst was sagen kann, das ist ja auch abstrakt. Und da kommt natürlich jetzt auch die menschliche Dimension sehr stark zum Tragen. Ne? Ja. Gut, dann gehen wir doch einfach noch mal ein Stückchen weiter, weil ich glaube, wir können weiter über die über diese Sache mit der Naturbeobachtung diskutieren. Und zwar ist das hier, das sind Sachen, wo ich insbesondere wegen der Schattierung das Gefühl habe, dass wir hier, wo ich mich schwer tue, das da vorne sehe ich ein bisschen so wiederpuppenmäßig. Da geht es um, da kann man auch sozusagen kunsthistorisch mit Hodler, sonst was, Auszug der Studenten und sonst wie was machen. Aber hier habe ich das Gefühl, dass
das Hängen, da steckt so viel Detail drin, dass ich mir nur schwer vorstellen kann, wie das entstanden ist, wenn ich mit entweder nach einer Fotografie oder warum auch immer noch sozusagen als Augenzeuge. Ja, also das würde ich auch sehr stark vermuten. Also es gibt wirklich viele Künstler, einige Künstler immer mal wieder, die Fotografien als Bildvorlage benutzt haben. Weil gerade solche Sachen war ja auch nicht alltäglich. Das passierte nicht jeden Tag im KZ oder es war der Künstler oder der Häftling war ja nicht überall zugegen. Und gerade bei den Strafen war das ja immer so, dass sie versucht haben, dass nicht allzu viele Augenzeugen zu sehen waren, dabei waren. Und deswegen kann man sich das auch gut vorstellen, dass der Künstler das vielleicht aus Hörensagen mitbekommen hat. Und dann sich vielleicht, um so eine Bildquelle zu haben, auch Bildquellen, Fotografien genommen hat. Es gab auch Zeitschriften, die solche Folterszenen auch fotografiert haben oder denen zugespielt wurde und die dann in amerikanischen Pressen auch veröffentlicht wurden und die der Künstler sich dann genommen hat und dann das Bildmaterial dazu hatte. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist immer so, ja, man muss vielleicht auch ein bisschen wieder historisch gucken und zu sehen, was war denn überhaupt möglich und dann vielleicht manchmal auch Bildquellen vergleichen, ob man wirklich dann Bilder aus den zeitgenössischen Zeitungen hat und dann vielleicht manche Bilder dann wiederfindet, die der Künstler sich da als Vorbild genommen hat, weil er selber gar nicht so die Möglichkeit hatte, an den Sachen dabei zu sein oder dann eben auch eine Inspiration brauchte, wie er das denn darstellen wollte. Ja. Nein, weil ich, also zwei Dinge fallen mir da ein. Also das eine ist ja zum Beispiel, wenn man sowas anschaut, da sind wir ja zutiefst in der christlichen Ikonografie und der Gekreuzigte. Ja. So, das glaube ich, ist so wie eine schon fast kubistische Mehransichtigkeit oder eine Figur wird gedreht aus verschiedenen Haltungen. Das ist sozusagen etwas, wo ich ebenso denke, das ist schwer ohne Vorlage ausdenkbar. Also da musst du sagen, was vorgegeben. Ja. Dagegen dieses hier, das hat für mich eher den Charakter ein Erinnerungsbildes. Und das Dritte, darum haben wir auch die sozusagen in dieser Abfolge so präsentiert, da haben wir ja eine Auseinandersetzung auch mit der NS-Symbolik und NS-Ikonografie etwa, was den Autobahnbau betrifft. Also Reichsautobahn, auch gerade München, Salzburg und so weiter, Darstellungen, große Monumente, Thorak, wo sozusagen Natur, also man benutzt zwar Maschinen, aber es ist auch Menschenkraft. Mhm. Und hier das Symbol des Hakenkreuzes selbst, fast hätte es uns zermalmt, / und erdrückt. Mhm. Und das ist ja also ganz unterschiedliche Typen und Modi der Ausdrucksweise. Mhm. Und ich würde auch dieses, wo wir nun Porzellanmanufaktur Allach, also eine SS-Einrichtung haben, als wo das Papier weiterverwendet wird, auch diese Skizze, denke ich, ist eine Naturstudie. Also würde ich mal. Also auch wegen sozusagen kleines, der Kinderwagen zum Transport, was haben wir hier, Land auf, Lab ab, heimatlos, durch Hitlers Genialität. Mhm. Weiß ich nicht, oder? Ja, also das sind ja auch Symbole, die natürlich genommen wurden und in der Kunstgeschichte bekannt waren. Man sieht ja natürlich die akademische Ausbildung von Harald Pickert. Also der hat eine Ausbildung gehabt, er hat sich damit auseinandergesetzt. Und diese Symbole wurden natürlich auch von den gerade akademischen Malern, weniger von den Laien, auch verwendet, um natürlich auch ein Publikum zu erreichen, was vielleicht auch so ein bisschen bewandert war in der christlichen Ikonografie, in einer anderen, vielleicht politischen Ikonografie. Das erinnert man manchmal vielleicht auch an Karikaturen. Ja. John Hartfield fällt mir spontan ein, der jetzt nicht diese Form, aber so eine ähnliche Form natürlich auch verwendet hat, um Sachen zuzuspitzen. Und das wurde natürlich dann, das war auch bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie im luftleeren Raum standen, die Künstler, sondern sich auch bedient aus einem großen Kanon der Kunstgeschichte. Oder hier die vielleicht alte Frau, die einen Kinderwagen mit
beladenen Sachen transportierst. Genau, also ich meine, das ist vertrieben landsmannschaftlich. Ja. Also das ist natürlich die Flüchtlingstracks, also aus dem Osten, das ist natürlich ein auch sehr zeitgenössisches Thema. Ja. Was ich hier jetzt so interessant finde, ist, dass wir auch auf der materiellen Ebene die Umnutzung haben. Mhm. Wir haben sozusagen die NS-Symbolik und Ikonografie des Kreuzes, die er jetzt sozusagen umdreht. Aber er benutzt auch sozusagen infrastrukturell das vorhandene, schöne, weiße Papier der SS, beziehungsweise hier, was ist es, der Besoldungsstelle der Waffen-SS aus Dachau. Ja. Das heißt, auch da ist es eine, und dazu passt es vielleicht auch gut in diesen Bau insgesamt, der ja mit anderen Inhalten gefüllt wird, als sein Bestimmungszweck es mal gewesen ist. Ja. Und das Umnutzen haben wir praktisch auf der Trägerebene und auf den Symbolik und den Inhalten, die dort verkörpert werden. Ne? Ja, also das finde ich ganz spannend, dass Sie dieses Beispiel genommen haben, finde ich großartig, weil dann machen Sie, was nicht alle machen, Wissenschaftler, Sie drehen die Bildwerke um. Ja, na klar. Und gucken, was dahinter zu ist. Das machen wir aus Prinzip. Genau, das ist aber sehr selten. Das gibt es also wirklich wenig, auch in Publikationen. Da wird meistens das Bild dann gezeigt und die Rückseite ganz wenig. Naja, nein, also das ist jetzt sprechen Sie was an. Ja. Wir machen ja auch Dinge im Kontext Provenienzforschung. Genau. Und da ist ja die Bilderrückseite und etwaige... Ja. Eigentumsvermerke, Stempel oder Aufkleber und so weiter, das spielt eine Riesenrolle. Mhm. Und ich kann mir mittlerweile gar kein anderes Verständnis vorstellen als ein ganzheitliches. Ja. Ja. Also ein ganzheitliches, weil einfach sagt, ich habe ein Objekt und es hat verschiedene Assets. Ja. Ich lasse mich ja nicht darauf beschränken, was traditionellerweise in sozusagen ästhetischer Gestaltung für die Disziplin Kunstgeschichte relevant war. Dann geht mir so viel verloren, dass ich nicht im Blick nehmen kann. Und also diesen Prozess des Trägermaterials und der und auch der Akt des Benutzens und Umschreibens, weil die Waffen-SS gibt es halt nicht mehr. Mhm. Und jetzt kann man aber das, was sozusagen für Sie mal relevant war, kann ich anderen Sinnen zuführen. Und also im Prinzip ist natürlich in so etwas Geschichte insgesamt, auch die Geschichte Deutschlands, auch noch drin ablesbar. Ne? Ja, ich kenne einen Künstler, Thomas Gewe, der hat genau das gemacht. Der hat seine Bilder, der ist 15-jährig aus dem KZ befreit worden, im Buchenwald, und hat dann, weil er kein Bildmaterial hatte, kein Trägermaterial, hat er sich das aus den Papierkörben rausgenommen und hat dann Urlaubsanträge für die SS hat er benutzt, umgedreht und dann auf Postkarten mit Postkarten, großen Bildern dann die Lagerrealität abgebildet. Und diese Umschreibung sozusagen von Tätermaterial, Dokumenten sozusagen durch eine Darstellung, wie es wirklich war, durch die Opfer, finde ich nochmal eine ganz spannende Herangehensweise. Mhm. Also auch wirklich zu sehen, ich benutze die Dokumente der Täter und mache was Eigenes daraus und zeige die Realität. Und das finde ich eine ganz großartige Sache, die Harald Pickert hier auch gemacht hat. Und vielleicht noch, wenn man es metaphysisch ein bisschen sagen will, so vielleicht als Sieg sozusagen über die Nazi-Diktatur nochmal sehen kann. Ja. Finde ich also ein interessanter Gedankengang, den die Künstler vielleicht auch im Hinterkopf vielleicht haben. Mhm. Nein, Prinzip Schmolje heißt ja, mein System oder meine Regierung hat gewonnen, hat überlebt, du hast und ich benutze jetzt etwas, was du einem Verwendungszweck zugefügt hattest, für etwas anderes. Und, und du kannst nichts mehr dagegen tun, weil du Waffen-SS spielst keine Rolle mehr. Ja. Also das, ich glaube schon, dass das dass das auch mitschwingt, das stimmt schon. Ja. Ja, ja. Nein, also und was wir ja versuchen hier in der Ausstellung zu betreiben im Sinne von Differenzierung, ist natürlich auch, dass wir jetzt im Unterschied, vielleicht können wir noch mal da vorne einen kurzen Blick hinwerfen, im Unterschied auch zu der Ausstellung in Innsbruck, dass wir Pickert als akademischen Künstler auch der 1930er mit keinen überragenden, aber doch gewissen Erfolgen zeigen. Also er ist immer wieder, sozusagen noch als Student, ist er schon vertreten auf der Sudetendeutschen Kunstausstellung Nürnberg 1931, dann staatliche Kunstausstellung München 33, zwei große oder eine große Wanderausstellung. Mhm. Wir haben hier die Kataloge von zwei Stationen, Kronprinzenpalais Berlin und Dresden. Und er ist in aller Regel immer mit Radierungen von
Kufstein und Umgebung vertreten. Mhm. Das, also diese Art der Integration hat er durchaus besessen. Und insofern ist das, was danach oder später, Ende der 30er passiert, ist nicht wirklich präfiguriert, dass man sagen kann, das eine führt zum anderen, sondern eigentlich sind es zwei Welten, die da miteinander in Berührung kommen. Und wir haben versucht, das zu erklären, dadurch, dass wir hier schon die, sage ich mal, politische Verfolgung des Vaters von Harald Pickert, Karl Pickert, einem Rechtsanwalt, versucht haben, anschaulich zu machen. Also in Leitmeritz. Und dann ist der Vater Mitglied der Vaterländischen Front. Also wir reden im Prinzip über den Austrofaschismus hier. Und trotzdem wird er einen Tag nach dem sogenannten Anschluss Österreichs verhaftet. Die Schwester von Harald Pickert macht ein vierseitiges Schreiben an den Gauleiter von Wien, Bürkel, und sagt, das ist aber ungerecht. Mein Vater ist alt, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Natürlich nützt das alles nichts. Und auch der Vater wie der Sohn sind beide in Dachau inhaftiert. Und das ist wirklich was, ich weiß nicht, wie viele andere Fälle wir haben, wo sozusagen eine Familie über zwei Generationen im Lager ist. Also ich kenne mich da nicht. Ich wüsste kein Vergleichsbeispiel. Wahrscheinlich gibt es ein paar, wo das ähnlich ist. Und diese Versuche der Milderung zu bitten, die haben wir dann später auch die Mutter von Harald Pickert, Dolores Pickert, versucht auch mit Schreiben für ihren Sohn Hafterleichterung zu erwirken. Also das ist sozusagen das, wo wir auch gedacht haben, wir können hier als kunsthistorisches Institut, also gerade was die Ausstellung betrifft, versuchen, ein kompletteres Bild von Pickert als Künstler zu zeigen. Ja, das ist immer das, ich würde fast sagen, Schicksal der Künstler, die im Holocaust waren und dann auch Bilder gezeichnet haben, dass die dann oft reduziert werden auf ihre Werke, die über das Lager und im Lager entstanden sind. Und die ganze akademische Ausbildung, die sie vorher hatten, diese Erfolge, die sie ja schon eindrucksvoll zeigen, die sie vorher hatten, das fällt dann völlig flach. Und das ist dann immer sehr schade auch, weil dann geht so vieles verloren, weil das war ja ein Künstler mit Überlegungen, jung anfangen, wie wirklich mein Stil, verändere ich mich, was ist vielleicht bei den Bildern, die ich über die Lager mache, anders geworden, vielleicht mache ich nach 45 wieder einen anderen Stil, verändert sich was, bleibt es gleich, knüpfe ich an die Sachen vorher an. Und diese ganze Bandbreite mitzunehmen, ist extrem wichtig. Uns geht so viel verloren, uns kann man dann den Künstler wirklich nur dann reduziert auf deine Bilder über den Holocaust oder aus dem Holocaust. Und das ist dann leider immer zu wenig und wird auch den Werken nicht gerecht und auch der Schaffenskraft auch gar nicht gerecht. Der Künstler, die ja wirklich Menschen waren mit Ideen, mit Vorstellungen, mit einer Zukunftsperspektive, die ja jäh unterbrochen wurde. Und dann versucht wurde, wieder aufzugreifen. Und diese ganzen Brüche auch mitzunehmen und die ganzen Unterschiede ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, aber dafür also habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Literatur angucke, Brüche und Kontinuitäten. Ja. Wir denken in den Epochen, wir haben sozusagen die Weimarer Republik, die hat die neue Sachlichkeit und die ist gut, dann kommt der Nationalsozialismus, das ist böse und dann gibt es dieses und jenes Abstraktion nachgesagt. Das natürlich die Personen, die laufen ja durch und die haben ihrerseits eine aus verschiedenen Faktoren und Einflüssen geprägte Vergangenheit, haben eine Gegenwart und stellen sich dieses oder jenes für die Zukunft zu. Ja. Und das als Erklärungs- oder Weltsichtmodell holistisch in eine Perspektive zu bekommen, das ist noch, glaube ich, zu leisten. Ja. Also das... Ja. Ja. Das glaube ich auch. Mhm. Na gut, also wir haben sozusagen in einer zweiten Vitrine, um auch diese 6 Jahre in den Lagern von Harald Pickert ein bisschen zu veranschaulichen, haben Juliane Bischoff und ich aus diesem Nachlasskoffer dann ein Packen gezogen. Das ist dieser große Packen mit Briefen, mit der Pappe drumherum. Sie sehen es selbst, Harald aus dem KZ. Also will sagen, Briefe von Harald Pickert, die er aus den verschiedenen Lagern, also Sachsenhausen bei Oranienburg, Mauthausen und Dachau, an seine Mutter schreibt. Und das war mir auch ehrlich gesagt nicht klar, als ich das gesehen habe. Praktisch
die Vordrucke Mauthausen und Dachau, dass es so etwas wie einen Briefverkehr gibt. Mhm. Und das hat natürlich vielerlei Hintergründe, unter anderem, er ist politischer Häftling, er ist nicht, er ist kein es gibt keine rasseideologische, keine Vernichtungslager. Und das ist aber so etwas wie die Simulation eines bürgerlichen Alltags, in dem man sich Briefe schreibt, innerhalb des Ganzen, in dieser Dichte und Fülle gibt. Das war etwas, was für mich ganz erstaunlich war. Ja, das ist in der Tat sehr ungewöhnlich und das ist auch gut, dass man das darstellt, dass so eine Scheinrealität erzeugt wurde, indem man angeblich Briefe sozusagen und Postkarten verschicken konnte. Ermöglicht aber einen Einblick natürlich in die Lebensweise und die Darstellungsweise in den Lagern. Ich kenne einen Künstler von, aus Tschechien, Alfred Kantor, der hat genau das Gleiche gemacht. Er hat seine Schwester in Prag Postkarten aus Auschwitz schreiben dürfen, was sehr ungewöhnlich war, weil er Jude war. Es war Juden eigentlich total verboten, aus irgendeinem Grund ist es doch passiert. Und er bat da drin unter anderem um Trainierhosen. Um Hosen, damit er den kalten Winter in Auschwitz überstehen konnte. Und das wurde ihm erstaunlicherweise gewährt. Also er bekam die Pakete und er meinte, ohne diese Pakete hätte er diese Lagerzeit nicht überlebt. Okay. Das ist schon wirklich erstaunlich, dass sowas existiert. Also ich glaube, und das ist natürlich auch noch die sag ich mal, psychodynamische Konstellation. Sohn und Mutter haben einen Briefwechsel irgendwie alle 2-3 Wochen Austausch. Also das ist natürlich, hält natürlich auch am Leben, behaupte ich jetzt mal, als Laie. Und auch die, wie soll ich sagen, Argumente, die beigebracht werden, also dass sie, dass die Mutter hier an die Lagerleitung schreibt im Sinne des totalen Arbeitseinsatzes, also des ausgerufenen totalen Kriegs von Goebbels, er braucht jetzt Kleidungsstücke und dann kann er besser arbeiten. Und das können Sie doch sozusagen gar nicht ablehnen. Oder hier ein Schreiben der Mutter an den SS-Obergruppenführer Pohl in Berlin. Also das ist schon ungewöhnlich, dass man diese Briefe hat, genau da hinten Korrespondenz mit der Gestapo in einem privaten Nachlass. Ja. Weil wir die schriftliche Überlieferung der Gestapo haben wir von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist ja alles vernichtet. Ja. Und das heißt, das ist jetzt in dem Privatnachlass haben wir Interaktionen dokumentiert, die auch, glaube ich, dann neben dem Zyklus oder neben Pickert als Person eine übergeordnete Relevanz haben. Ne? Ja, also das vervollständigt das Bild eben. Ja, genau. Das ist deswegen extrem wichtig, dass man sich nicht nur werkimmanent mit beschäftigt, sondern wirklich umfassend ein Bild hat, um die Vielschichtigkeit auch deutlich zu machen und manchmal auch Widersprüche aufzudecken, die im Leben drin sind, aber dann eben auch gezeigt werden müssen, um kein glattes Bild irgendwie zu erzeugen, was irgendwie logisch von der akademischen Ausbildung über die Datierung und vielleicht weiter geht, sondern eben in Wellenlinien eben so berichtet. Und das ist eben sehr spannend. Dazu gehören eben auch diese Briefe und Postkarten aus den Lagern. Nee, und dann nach der Befreiung, also das fand ich sozusagen auch wirklich dann einfach bewegend. Harald Picker hatte einen Sohn, den er seit 1939 nicht mehr gesehen hat. Ja. Und er weiß überhaupt nicht im Sommer 1945, wo sich der befindet. Also beschreibt er den Sohn, den eigenen Sohn, der 8 Jahre alt ist, den er gar nicht kennt. Und das ist natürlich ein Stück weit eine europäische Erfahrung, glaube ich mal. Er versucht das und es klappt dann auch. Es klappt dann auch und wir haben diese Fotos, diese beiden Fotos ausgesucht, 1949 und 50, wo dann Harald Pickert mit seinem Sohn und seiner Mutter so eine Art ganz merkwürdige Familienkonstellation dort bilden. Und ich glaube schon, dass das auch gut ist, wenn man die künstlerische Bearbeitung, wie Sie sagen, sozusagen ein Stück weit verankert in solchen Dokumenten. Und das war uns auch wichtig,
wenn man schon die Chance hat, einen solchen privaten Dokumentennachlass heranziehen zu können, dass man auch die Art und Weise das auch ein Stück weit anreichert. Ne? Gut, und wir haben dann die sozusagen der Zyklus endet dann ja mit den letzten Arbeiten, wo er selber versucht, nochmal die Zeit in den Lagern insgesamt auch symbolisch zu greifen und zu fassen. Und das ist praktisch in dieser vierten und letzten Station an der Wand und in der Vitrine, wo er also teilweise auch so ein bisschen in Trauer und Melancholie, aber auch nach wie vor in Anklage und was ist das für ein Sadismus der Wachmannschaften, aber auch mit diesem Meer von Kreuzen bis zum Horizont, wo er das Ausmaß des Leidens versucht, in eine Formensprache zu bringen. Also das als Ansatz, aber auch so etwas wie der Blitz, der Blitz des Zeus oder das schlechte Gewissen Gottes. Und jetzt wird gewissermaßen Naturgewalt eingesetzt zur Zerstörung des nationalsozialistischen Reiches. Und das ist sozusagen das Panorama an Ausdrucksweisen und künstlerischen Formen, die er entwickelt, um damit zurechtzukommen. Also coming to terms with the Nazi past. Also ist das, kennen Sie das ähnlich von anderen Künstlern? Also dass man versucht sozusagen so eine Art symbolische Deutungsebene zu gewinnen? Ja, das kennt man von anderen Künstlern auch, die das ähnlich gemacht haben, die versucht haben, ja, das Chaos, das sie erlebt haben, in irgendeine symbolische Ordnung zu bringen, einerseits, und andererseits natürlich auch Verständlichkeit zu erzeugen. Also für die Außenstehende, was ich gerade am Anfang nochmal sagte, es war natürlich auch eine Symbolisierung wichtig, um einem außenstehenden Publikum zu erklären, wie das Lagersystem KZ überhaupt funktionierte. Ja. Und da war es natürlich wichtig, auch so eine Art Quintessenz zu geben und ja, vielleicht auch so eine Form einer politischen Überzeugungskraft, vielleicht auch eines politischen Plakats, auch Bilder zu nehmen. Also wie Sie gerade schon sagten, also das Meer aus den gekreuzigten Opfern des NS-Regimes, natürlich eine sehr christliche Ikonografie. Ja. Aber das war natürlich für jeden sofort verständlich, der das Bild sich angeguckt hat und sagte, ja, genau so war es. Ja. Andere Sachen sind natürlich ein bisschen schwieriger zu deuten, also wie hier jetzt diese Ruinendarstellung. Auch, aber auch das war natürlich verständlich, weil das war ein Rückgriff oder ein Griff auf die Lebensrealität vieler Leute, die natürlich in zerstörten Häusern wohnen mussten. Das war jetzt keine Lagerrealität, sondern es war eine Realität der umgebenden Bevölkerung. Juni 45. Genau, ja. Mhm. So sahen viele deutsche Städte, österreichische Städte, europäische Städte auch eben so aus. Ja. Ja, und da nur mal zu deutlich zu machen, wer der Verursacher war, musste man solche Bilder natürlich immer wieder zeigen und sagen. Ja, natürlich. Nein, ja. Weil also allein, weil die gerade die Luftkriegszerstörung sind ja Teil der Propaganda während des Krieges schon gewesen. Ja. Also ich kenne das aus Italien, sozusagen anti-angloamerikanische, sozusagen die angeblichen Befreier sind die Verursacher dieser Zerstörung. So. Ja. Und damit wird ja schon ab 41, 42 im Propagandakrieg mit den Ruinen sozusagen argumentiert und natürlich dann genauso 45, also die Ruine als Projektionsfläche für alle möglichen Abrechnungen. Genau. Ja. Aber Harald Pickert positioniert sich sehr deutlich, indem er eben schreibt, viele, die das Unglück kommen sahen und warnten, fing die Gestapo für die KZs. Und dann macht er ein Bild eben aus der Zerstörung, die dann vermutlich von den alliierten Bomben hervorkam. Also er verknüpft das ganz deutlich mit dem eigentlichen Verursacher. Ja. Und das finde ich auch interessant. Und vor allen Dingen da ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt habe, die Bildunterschriften. Es gibt also nach 45 ganz, ganz wenig Bilder. Also ich kenne kaum welche, die ohne Bildtext auskommen. Also würden die Bildtexte das Ganze nochmal lenken, nochmal deutlicher machen, nochmal zu zeigen,
Das meinte ich damit. Als würde der Künstler selber sich nicht zutrauen, nur die Bilder sprechen zu lassen. Ja. Und das finde ich sehr interessant, weil man kann natürlich, wie Sie schon sagten, aus diesem Bild kann man natürlich dann vieles hineininterpretieren. Und das war für Pickert, wie für viele andere Künstler, auch total wichtig zu sagen, nein, ich meine es in diesem Sinne. Deswegen gibt es Bildunterschriften, Bildlegenden, Bildtexte, Titel, um das Ganze einzuordnen und so ein bisschen zu strukturieren. Ja, ich meine, also das, wenn Sie das sagen, also es ist ja in der Tat, also diese Rezeptionsanweisung aus, also Nazidonien, Nazi-Deutschland, damit ist zu Ende. Ja. Hier ist, ist es ja so, wir haben im Zentrum den Text und drumherum schon fast illustrativ wie eine Wandzeitung. Ja. So. Und dieses Ineinander von Wort und Bild, was natürlich auch wiederum super klassisch, kunsthistorisch, 17. Jahrhundert eine Tradition hat, aber die Herstellung von Eindeutigkeit bei einer Symbolik, die natürlich ihrerseits kompromittiert war. Ja. Wir haben ja auch die NS-Kunst und den Versuch mit, ich nenne jetzt einfach mal das Symbol des Kreuzes, also Christenkreuz, Hakenkreuz. Ja. Und da sozusagen durch die Sprache eine Unmissverständlichkeit herzustellen, das prägt das, glaube ich, schon. Ja. Und das und wie er daran sich abarbeitet, das finde ich, kann man dann auch sehr schön sehen, wenn man sozusagen die Skizze hat für die Bildanlage, wir haben die Reinzeichnung, dann wird ein Motiv daraus, wird nochmal vergrößert, selbst bildwürdig gemacht. Und was hat er dort? Befreiungsfeier am Kriegsende Mai 45 in Dachau. So. Und ich musste, als ich das jetzt nochmal den Katalog angeguckt habe, die Heldenorgel Kufstein 31, wo wir auch mit einem sozusagen vaterländisches Gedenken an die Toten des Ersten Weltkrieges als Echo ein Stück weit noch präsent ist in dieser Bildlichkeit, wobei gerade Dachau mit den drei konfessionellen Gedächtniskapellen ihrerseits dann eine schwierige Nachkriegsgeschichte hat, weil es auch Deutungskämpfe sind. Mhm. Das ist aber nichts, was ihn Pickert, glaube ich, hier umtreibt. Und da auch, das ist das letzte Blatt, was wir hier haben, fast wie ein Manifest. Wir wollen niemals vergessen und wir wollen niemals Sklaven sein. Mhm. Fahne der Freiheit hochhalten und so weiter. Mhm. Das ist ja so eine Art versuchte Quintessenz in einer sehr detailreichen Radierung. Also ich weiß nicht, gibt es da Vergleichsbeispiele eigentlich? Ich müsste überlegen. Also in der Form, was ich jetzt hier sehe, kenne ich es nicht. Also es mag vielleicht sicherlich welche geben, aber das ist mir nicht bekannt. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass jetzt der Schritt noch weiter gemacht wird, dass jetzt nicht nur über die Lager berichtet wird, sondern sozusagen auch die Feiern danach sozusagen im Bild festgehalten werden. Also sei es eine Erinnerungsfeier, sei es diese Art der Form. Das machen viele Künstler auch. Also die wirklich dann sagen, ich zeige die Lagerzeit, vielleicht vom Anfang bis zum Ende mit den Szenen dazwischen und dann gleichzeitig als Schlusspunkt sozusagen eine Befreiungsfeier, eine Prognose vielleicht für die Zukunft, eine Hoffnung für die Welt. Und das ist natürlich auch, glaube ich, ganz wichtig. Das passt eigentlich auch zu, dass es das letzte Bild dieser Ausstellung ist, sozusagen als Schlusspunkt. Vielleicht, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Picker das als für sich als Schlusspunkt auch brauchte, um zu zeigen, ich kann damit abschließen, ich habe jetzt noch so einen Ausblick auf die Zukunft, einen Wunsch, eine Vorstellung, eine Anklage manchmal auch. Und dann hat das auch einen runden Charakter, die Ausstellung, aber eben auch sein Zyklus, den er ja vorbereitet hat. Ja. Also ich nur vielleicht noch einen Gedanke noch. Ja. Also diese... Das hat ja auch eine Art Selbstversicherung. Mhm. Das, was angeblich tausendjährig sein sollte und was als unüberwindbar galt, darum ist auch etwas wie eine sogenannte Befreiungsfeier auch selbst schon bildwürdig und wird sozusagen durchdekliniert in verschiedenen Varianten, weil es so unglaublich und groß ist und praktisch alles über den Haufen wirft, was bislang als festgefügtes Weltsystem gegolten hat. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, als ob die Häufigkeit des Abarbeitens daran auch noch ist, sozusagen, man kann es gar nicht wirklich glauben, dass jetzt die neue Zeit, dass es wirklich komplett weg ist. Und mit dem, was wir heute wissen über, sage ich mal, Stichwort Elitenkontinuität, ist es ja auch eine Transformation, die bei den
überlebenden Tätern. Mhm. Das wird ja noch weitere 20 Jahre dauern, bis dann so etwas wie Auschwitz-Prozess mal stattfindet. Genau. Ne? Mhm. Also das sind ja auch Dinge, die, wo ich glaube auch, dass wir noch nicht die Bildsprachen richtig gut in der Nachkriegszeit angeguckt haben, um das sozusagen kunsthistorisch auch zu bearbeiten. Also da gibt es noch was zu tun. Da gibt es eine Menge noch zu tun, ja, da bin ich überzeugt. Das ist einfach noch viel zu wenig und wir haben jetzt wirklich 75 Jahre nach Kriegsende und wir haben immer noch nicht alle Sachen ausgearbeitet, aufgearbeitet, angeguckt, angeschaut. Und ich glaube, das wird es auch niemals werden, weil es ist immer, glaube ich, ein Prozess, der immer noch weitergeht und jede Generation hat, glaube ich, andere Schwerpunkte, die darauf guckt. Jetzt ist vielleicht der Schwerpunkt da, das Ganze auch kunsthistorisch zu sehen. Hm. Vor 20, 30, 40 Jahren war da vielleicht der historische Blick sehr wichtig, um überhaupt eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Vielleicht gibt es in 10 Jahren eine Symbiose aus beiden, vielleicht geht es in eine andere Richtung, das weiß man noch gar nicht. Aber spannend bleibt es auf alle Fälle. Hm. Ja. Nee, das, genau, und also insofern bietet das ja einfach Anschauungsmaterial. Ja. Und es sind ja Dinge, die sind in der Zeitkapsel gereist. Ne? Und 2015 zum ersten Mal, 2018 in Innsbruck, jetzt hier nochmal. Ja. Und schauen wir mal, wie das aussieht mit der Next Generation nach uns. Genau. Wie die damit umgeht. Ja, genau.